Hey, kennt ihr das auch? Das Tribunal der Käsekuchenfanatiker ist schon wieder bei euch, aber wegen dem letzten Vorfall habt ihr aktuell keinen Ofen und habt keine Ahnung, how to New York Cheesecake? Willkommen in der Feierabendküche. Don't worry, I got you covered. Holt euch diese Dinge. Zerstört die Kekse in einem Mixer. Ihr könnt auch rohe Gewalt benutzen, das ist euch überlassen. Benutzt diesen Zaubertrick für eure Sprengform. Mit Magic. Gebt die geschmolzene Butter zu den Butterkeksen. Verteilt das Ganze gleichmäßig in eurer Sprengform und drückt es schön fest mit einem platten Gegenstand. Den Boden für mindestens 30 Minuten in den Kühlschrank. Schlagt Sahne steif, macht dabei aus Versehen Butter, versucht's nochmal von vorne und schlagt Sahne steif. Legt die Gelatineblätter in kaltes Wasser ein. Gebt den Frischkäse, den Schmand, den Zucker und den Vanillezucker in eine große Schüssel. Verrührt das Ganze cremig. In einen kleinen Topf bei sehr niedriger Hitze gebt ihr 2 Esslöffel Zitronensaft. Drückt eure Gelatineblätter aus und gebt sie dazu. Wartet, bis sich die Blätter komplett aufgelöst haben. Dann gebt ihr erst ein paar Löffel zu eurer Frischkäsemischung. Rührt das Ganze durch und gebt dann den Rest dazu und rührt's nochmal durch. Zu guter Letzt hebt ihr ganz vorsichtig die Sahne unter. Diese Mischung gebt ihr in eure Sprengform mit dem Boden. Gleichmäßig verteilen, glatt streichen und für mindestens 3 Stunden in den Kühlschrank stellen. Food. Thank me later.